Mein Name ist Dr. Global. Ich muss euch was Trauriges mitteilen. Patient Peter wird operiert. Nichts Schlimmes, nur ein bösartiger Hirntumor. Meine Hoffnung ist, dass nach der erfolgreichen Operation Patient Peter eine Wesensveränderung durchlebt von Soziopathen in gesunden Menschen. So wie ich, Knich sollte den abgetrennten Kopf echt mal in den Einskasten legen. Naja, Geschäfte in Darknet und so. Schauen wir mal, was Patient Peter vor seiner Operation zusammenfantasiert hat. Play. Man mal so rumgoogelt, wie lang ist ein Tag? Allgemein sagt man ja 24 Stunden. Und als ich dann vor einiger Zeit mich mit dem Thema beschäftigt hatte, wo ich jetzt gepostet hatte, ja, da kam ich auf den Satz, wo ich gesagt habe, Leute, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Und zwar, der jetzt hier in Rot ist, den hebe ich mal kurz ein bisschen raus. Da die Drehung der Erde gleichsinnig pro Grad dem Lauf um die Sonne ist, ist ihre Dauer um rund 24 geteilt durch 366 oder knapp 4 Minuten kürzer als ein mittlerer Sonnentag. Derzeit beträgt die Umdrehungsdauer der Erde ca. 23 Stunden, 56 Minuten und 4,10 Sekunden. Mit Schwankungen im Bereich von Millisekunden. Bla bla bla. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Derzeit beträgt die Umdrehungsdauer der Erde ca. 23 Stunden und 56 Minuten. 4 Sekunden checken wir uns jetzt mal. Also wir reden über 4 Minuten pro Tag, die die Erde kürzer sein soll, weil das, was ich ja gezeigt hatte, dass also die Erde nicht richtig zur Sonne passen würde, da bin ich ja nicht der Erste. Lesen wir mal den Kontext. Vor dem Fixsternhintergrund betrachtet vollzieht die Erde nämlich übers Jahr gesehen genau eine Rotation mehr als die Zahl an auf die Sonne bezogen Tagen. Halten wir fest, die Zeitangabe von 23 Stunden und 56 Minuten bezieht sich auf den Fixsternhintergrund, nicht auf die Sonne. Ergo ist das, was nun uns Patient Peter zeigt, reine Dummheit. So ist jetzt natürlich. Das hatte ich vorher gezeichnet oder gezeigt. 90 Tage mal 360 Grad, also ich sage jetzt mal die absichtlich falsche Berechnung oder richtige oder ist ja eh alles aus meiner Sicht sowieso Blödsinn nur. Das habe ich halt gezeigt, um dann zu sagen, ja, nach 90 Tagen. Ja, fällt ja schon auf, grundsätzlich normalerweise, wenn die Erde sich um die Sonne drehen würde und auch noch um sich selbst, dass das ja nicht mehr hinhauen würde. Weil ja dann die Erde im rechten Winkel zur Sonne stehen würde. So. Aber da ich ja nicht der Einzige, nicht der Erste und auch nicht der Letzte bin, dem das auffällt, musste man natürlich sagen, Mensch, jetzt haben wir schon so viel Scheiße erzählt, wie kann ich das jetzt noch retten? Dann kommt man natürlich auf die Idee, sagt, ja, pro Tag ein Grad weniger, dann haut's wieder hin. Deswegen, nochmal neu hier, 90 Tage mal 360 Grad, komme ich wieder auf 32.400, aber jetzt muss ich ja jeden Tag mal 90 Tage ein Grad abziehen, das heißt also, 32.400 minus 90 sind 32.310 Grad. Und oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder, rechts drehende Erde, rechts um die Sonne. Ja, das könnte es jetzt natürlich auch hinhauen. Ist ja vollkommen logisch. Und ja, jetzt sieht es natürlich noch falscher aus, ist besonders. Nun, wie errechnet man unsere 24 Stunden und vor allem warum? Unsere 24 Stunden sind die zwischen zwei Meridian-Durchgänge der mittleren Sonne an einem Ort, weil sich die Erde pro Tag nicht nur um die eigene Achse, sondern auch ein Stück um die Sonne bewegt, muss sie sich um etwas mehr als 360 Grad drehen, damit die mittlere Sonne wieder im Süden steht. Da sich die Erde wegen der elliptischen Bahn um die Sonne nicht exakt gleichmäßig bewegt, sondern mal etwas schneller, mal etwas langsamer läuft, wird als Grundlage für diese Berechnung eine fiktive Sonne angenommen, die im Mittelpunkt einer kreisförmigen Erdbahn stehen würde. Mit anderen Worten, die Berechnungen von Patient Peter sind für die Mülltonne. Get out of here!
psychische Absurdität bei der Arbeit basierend auf einem Bullshit-Fundament. Und dieses voll verblödete, hirnlose Ketzer- und Hetzerpack geht also ernsthaft davon aus, dass sämtliche Uhren so hergestellt wurden, dass sie täglich 4 Minuten weniger anzeigen? Ernsthaft? Weil ja angeblich die Drehung der Erde nur 23 Stunden 56 Minuten beträgt, auf die 4,1 Sekunden ist mal drauf geschissen. Also 4 Minuten pro Tag weniger? Das erklär mal einen, der sich eine Uhr gekauft hat und wie ein typisch Deutscher vor der Tagesschau sitzt. 5, 6, 7, 8, 9, tätere, tätere, hier ist das. Wie war das nochmal? Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und es gibt Uhren mit einem Laufwerk, Computer, Radiowecker, Armbanduhren, Digitaluhren, Smartphones. Und die laufen alle 4 Minuten jeden Tag weniger. Ernsthaft? Vor allem die mit einem Laufwerk. Ernsthaft? Wirklich ernsthaft? Bei Funkuhren, gut, müsste man mit mehreren Uhren vergleichen. Aber Leute, 4 Minuten am Tag sind 40 Minuten in 10 Tagen. Selbst 4 Sekunden am Tag sind 4 Minuten in 10 Tagen. Diese Uhr mit Laufwerk, die über 1000 Euro kostet, die will ich sehen. Wir wünschen Patient Peter gute Besserung und eine nicht geistesabnorme Zukunft, aber irgendetwas sagt mir, dass irgendetwas schief gehen wird. Dass Arschlöcher sind, gehirnamputierte Vollarschlöcher, ohne Charakter, ohne eine eigene Meinung, nur wissenschafts- und obrigkeitshörig. Danke fürs Anschauen.